Hey Leute, willkommen zurück zu World of Tanks. Wir starten hier gleich mal wieder mit dem T-34 durch. Und es geht so langsam Richtung T-34-85, aber das dauert noch ein bisschen. Ich bin jetzt so in den letzten Tagen nicht wirklich so sehr dazu gekommen, das Spiel zu spielen. Das wird auf jeden Fall diese Woche wieder mehr werden. Und nochmal kurz vorweg, ja, momentan kommen halt immer so ein bisschen dieselben Panzer, weil es ist halt Rekrutierungsprogramm. Ich möchte da möglichst weit kommen. Aber ich werde dann vermutlich auch mal auf andere Nationen ausweichen, wenn das dann vorbei ist. Oder vielleicht auch vorher schon mal den einen oder anderen Panzer zeigen. Vielleicht auch dann TD spielen oder auch mal Arti, auch wenn das nicht gerade spannend ist. Vielleicht auch Light. Ich glaube, das ja wohl. Meistens sieht man halt vom Spiel wirklich mit dem Heavy, beziehungsweise mit Medium, dann Heavy und dann wird es doch schon etwas schwieriger, um auch ein paar interessante Sachen zu zeigen. Gut, also wir sind hier auf der Karte. Ist gar nicht alles Tier 5. Tier 4 ist ja auch bei. Wie machen wir das jetzt? Und vor allen Dingen, wo will ich hin? Ich könnte natürlich da rechts auf den Hügel fahren. Oder ich könnte da links hin. Ich bin mir gerade so ein bisschen. Es gibt ein paar TDs. Ich glaube, ich fahre wirklich hier rechts mit auf den Hügel. Mal schauen, wo die anderen auch hinfahren. Die fahren da ein bisschen mit. Okay, sieht jetzt nicht so aus, als ob überhaupt irgendwer nach links fährt. Mal abgesehen vom B1 und dem Hetzer. Oh Gott. Das könnte ein bisschen blöd laufen. Andererseits könnte das auch gut laufen, indem wir die Gegner hier einfach überrennen. Und ich habe jetzt so auch nicht unbedingt den allzu tollen so einen richtig tollen Sichtradius. Deswegen ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn dann TD mitkommt. Dann könnte ich auch mal auf was schießen, was ich sehe. Panzer 3K haben wir da. Oh ja, super. Da ist schon der erste geplatzt. Was die anderen angeht, müssen wir echt mal schauen. Ich glaube aber, ich lasse die hier ein bisschen vorfahren. Vielleicht kommen die ja irgendwas erspäht. Zwar unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. So, in der Stadt. Da hätte ich vielleicht einen treffen können. Die müssen noch ein bisschen weiterfahren. Also das ist generell eine Ecke, da könnte man schon eigentlich ganz gut hinschießen. Aber sieht halt da kommt einer. Bam. Bäm, geht doch. Frage ist nur, hat mich jetzt hier einer aufgedeckt? Ich werde das mal ein bisschen damit abdecken in der Mitte, wenn die da sowieso mit so vielen stehen. Und ja, auf der Minimap und links stehen da vielleicht gar nicht mal so schlecht. Die decken dann die dann auch auf, wenn die direkt nach unten fahren. In unserer Basis. Was die hier so angeht, da ist wieder der KV-1. Da ist ein T-1 Heavy. Was mache ich? Frage ist halt wirklich, fahren die da weiter nach vorne oder eher nicht? Na gut, du bist erledigt. Zu spät. Gucken wir mal. Ich spiele mit dem ein bisschen passiv, ja, aber das ist auch einfach der Tatsache geschuldet. Ich habe mit dem hier nicht die Lampe und deswegen ist man da schon ganz schön im Nachteil. Hier zu 3 steht es immerhin. Die fahren nicht wirklich weiter vor. Okay. Da ist eine Bam.
glaube, die hat mich doch jetzt bestimmt gesehen. Von daher, ihr wollt doch da weiter vorfahren, dann macht das doch. Ja, komm schon. Ja, die sind zu low. Also ganz ehrlich, dich, du siehst mich nicht. Das sah gerade ein bisschen komisch aus. Na komm schon, fahrt schon. Und ich kann jetzt hier auch nicht weiter nach Norden fahren, einfach aus der Tatsache, aus dem Grund heraus. Da stehen halt die TDs da hinten irgendwo im Wald. Und die zerpflücken mich gerade. Oder die stehen halt links hinten. Aber da wird wahrscheinlich mit Sicherheit auch einer bestimmt hier auf der Seite stehen. Ich könnte natürlich vorfahren und mit ein bisschen Glück da wen aufdecken. Aber ja, es ist halt schon, na, die fahren da einfach nicht vor. Ja komm, dann fahre ich jetzt hier vor. Vielleicht kann ich ja irgendwen aufdecken. TD fährt auch vor, die Su. Gucken wir mal. Ja, da kriegt sie schon Packung. Ah, das ist jetzt nicht so tolle. Na komm. Na komm. Geht doch. Jetzt sind nur noch die da. Hier ist noch. Irgendwo ist ja noch ein TD. Der wird wahrscheinlich auf der anderen Seite stehen, oder? Würde ich mal ganz stark mit rechnen. Da halt nur hier nur einer geschossen hat. Problematisch ist natürlich, wenn ich jetzt hier hochfahre, gleich schieße. Da sind drei. Hallo! Kann gar nicht auf dich schießen. Das ist natürlich schon ein bisschen blöd. Auf dich kann ich auch nicht schießen. Hier konnte ich einen mitgeben. Ansonsten ist das jetzt hier. Na komm, fahr rum. Fährt nicht rum. Ja gut, jetzt ist er platt. Mit dir da hinten. Ja, zeig dich nochmal kurz. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ach, verdammt. Ja gut, der ist jetzt aber auch platt. Wow, dann haben wir gewonnen. Es ist ja super. 15-6. Okay, hat ein bisschen gedauert. Ich stand ein bisschen da oben auf dem Hügel blöd rum, aber halt mit der Crew. Und ich habe ja auch noch kein Zubehör hier drin. Deswegen gehe ich da ein bisschen vorsichtiger vor. Ich glaube, hätte ich das alles, dann würde ich da auch eine ganze Ecke offensiver vorgehen. Hallo, Hexehund. Wir reden gleich mal, aber erst nehme ich das hier noch auf. So, gut. Dann. Ja, komm, ich nehme jetzt hier nochmal den IS. Bin nicht mehr so weit von der Knifte entfernt von der ersten. 17.000 brauche ich dafür. 11.000 und ein paar zerquetschte habe ich schon. Also der Weg ist nicht mehr weit. Sei denn, ich werde jetzt jedes Spiel mit dem hier verlieren. Dann könnte das in der Tat noch etwas dauern. Aber das ist halt wirklich jetzt echt mein Fokus, die bessere Kanone dazu bekommen, dann die 390 Schaden macht. Die ist dann zwar nicht mehr so genau, aber gut, mit dem ES bin ich jetzt auch nicht eher so, dass ich snipern gehe. Eher weniger. Gut, die Karte. Ja, gegen Neuner, okay. Ja. Ich lasse die einfach alle mal vorfahren. Also ein TC wäre natürlich auch nett. Aber mit einem TC, da komme ich halt nicht zum hier ist 7. So. Da fahren die ganzen Heavys lang. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ich bleibe jetzt hier stehen und werde einfach mal ein bisschen Deckung geben. Oder vielleicht kann ich dann hier auch wen aufscouten, wenn die da lang fahren.
Da kommt aber eine Menge lang. Holla, die Waldväter ist auch eine Menge. Und unsere Krakeelen da hinten so rum. Verdammt, jetzt habe ich gepennt, weil ich habe auf die Minimap geachtet. Da ist ein Schiri. Na komm. Du willst ja doch gleich nochmal rumgucken. Bestimmt willst du das. Warum stehen die ganzen TDs da in der Ecke? Ich verstehe das nicht. Die müssten da jetzt einfach nur in die Stadt reinfahren, dann würden die uns hier alle platt machen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich brauche mal Hilfe. Ja, nee, von dir möchte ich mir echt nichts einfangen. Wir sollen mal schießen. Ja gut, die mache ich sowieso keinen Schaden. Da kann ich... Oder, nein, nicht mal von der Seite. Jetzt fährt er davor. Teamschaden gibt es ja nicht mehr. Gibt es doch nicht. Gar nicht. Und gleich kommen die da von hinten. Das ist natürlich extrem blöd. Oh Mann. Ah, komm, ich lade jetzt doch mal hier. Andere Ammo. Ja, gleich kommt ein T10 von hinten. Und das ist auch alles. Deswegen 4:9. Ja, gut. Da brauche ich auch keine andere Munition laden. Genau. Und dann bist du nämlich schon platt. Euch mache ich mal überhaupt keinen Schaden. Ja gut, dann kann ich hier halt überhaupt nichts machen. Ja, das ist halt echt totaler Blödsinn. Ein Skorpion könnte ich da einem mitgeben. Ja, oh. Aber, ja, was willst du da machen? Da hätte ich auch jetzt nicht mit Premium Ammo schießen müssen, aber, ja. Gut. Hätte ich mir am besten geschenkt. Als Skorpion hätte ich auch von der Seite noch gepennt bekommen, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, mit der Knifte? Hm, vielleicht. Man weiß es nicht. Gut. Auf jeden Fall hat das nicht funktioniert, aber es gab immerhin 471 XP, also das ist gar nicht mal so schlecht, also ja gut. Auf jeden Fall, bevor ich, das wird sowieso noch dauern, bevor ich dann zum IS-3 gehe, will ich hier die Lampe auf jeden Fall wieder mitnehmen. Gut, dann probieren wir das jetzt nochmal. Ja, als Tier 7 gegen Tier 9, wenn die eigenen alle platt sind, ja. Da machst du nicht viel, da kommst du halt nirgendwo durch. Hab da eben gesehen, die kamen da alle an und die hätte ich alle gar nicht durchschlagen. Ich glaube, da hätte ich selbst irgendwie in Anführungszeichen Schwachstellen nicht durchschlagen bei den Dingern. Oh, die Karte. Die Karte finde ich jetzt nicht so doll. Geisterstadt. Hm, gut, Top-Tier. Na, immerhin. Zwei Artis, okay. Besser als drei. Definitiv. Ich stelle mich hier auf der Karte echt immer ein bisschen blöd an. Da muss man auch wirklich drauf achten, wo die eigenen hinfahren. Ob die jetzt links hinfahren oder rechts oder sich ein bisschen verteilen. Dann müsste man sich halt auch in der Stadt auf der Seite so ein bisschen orientieren. Na gut, dann probieren wir das jetzt mal. Was haben wir denn hier noch so? Churchill... 7. Tiger P. Was haben die? IS, IS. Oh Gott. Ja.
Und das ist wieder hier so eine Sache, die fahren alle nach links. Alle. Was soll das? Warum? Warum machen die das immer so? T3485 war da. Gut. Dann fahre ich auch mal hier so ein bisschen gucken. Ist da hinten was umgefallen oder hat das getäuscht? Hat da was im Fenster gewählt? Ich kann da jetzt auch nicht irgendwie gucken, ob ich da was gespottet bekomme, weil die outspotten mich da sowieso alle. Von daher... Ha! Ich hätte doch gern mal... Da haben wir ein IS. Das ist natürlich blöd hier so mit den Huckeln. Wie soll ich denn da auf irgendwen schießen? Das ist die große Frage. Gut, ich muss mich hier hinstellen. Ganz ehrlich. Ja. Achtung, Achtung, genau. Ja. Aber irgendwer muss halt auch mal die hier ein bisschen im Auge behalten, aber ich kriege mein Rohr nicht runter. So, jetzt. Na komm. Ja, und die fahren jetzt alle da rum. Ich glaube fast, ich fahre jetzt hier einfach mal zurück. Und gucke mal, was da so ankommt. So. Die sind alle da hinten. Mal schauen. Ja gut, da kommt gleich... Da haben wir den Scout. Hier machst du halt nicht viel. Hunter M10 ist da. Glaub, ich helfe dem hier mal ein bisschen. Aber wirklich vorfangen kann ich hier jetzt auch nicht. Das ist halt schon doof. Die drücken da alle durch die Mitte. Ich kann da auch nicht wirklich vorfahren. Ja gut, ja komm. Hallo. Na komm schon. Ja, das war doch schon mal ganz okay. So, ich fahre jetzt hier mal rum. Und dann gucken wir da mal das Nashorn. Na komm, zeig dich noch mal. Wenn man es... Ja, prall ab. Das war zu erwarten. Komm bei dem gar nicht durch. Und er trifft mich. Ich treffe ihn nicht. Na komm, guck da noch mal rum. So. So, jetzt aber. Jetzt haut er ganz ab. Ach, ich fahre jetzt hier mal vor. Auch wenn das mit Sicherheit in einer Katastrophe enden wird. Müssen wir mal gucken. Da ist ein IS. Na komm, zeig dich.
Ja, genau. Der ging vorbei. Abgeprallt. Abgeprallt. Ist auch super. So, den IS schnappe ich mir jetzt hier. Oder auch nicht. So. Da sind noch die zwei übrig. Und die sind da hinten. Lief doch mal ganz okay. 1028 Schaden mit der Kanone. Da kann ich doch gar nichts gegen sagen. Das war doch mal ganz ordentlich. So, ich würde da auch gerne nochmal drauf schießen, aber ich glaube, ich komme auf jeden Fall zu spät. Ja, natürlich. 15-9. Haben wir gewonnen. Alles klar. Gut. Auch wenn da wieder einer ganz schlau rumgepinkt hat. Ja. Ich mache mir schon meine Gedanken dazu, was ich hier in dem Spiel mache. Gut. Das gab da nochmal ein bisschen XP. Und das soll es erstmal wieder für das Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ja, lasst es mich wissen, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gibt, meinen Kanal abonniert. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar da lassen. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.